Okay, hochinteressanter Test. Ich habe Möhren und Kartoffeln gekocht in Leitungswasser und in Premiumwasser. Und der erste Eindruck ist schon faszinierend, dass Leitungswasser ist, naja, so wie man das kennt, trüb, so ein bisschen milchig. Und das Premiumwasser schaut schon anders aus. Ich lege die Gemüse bzw. die Möhre und die Kartoffel mal hier dazu. Und jetzt, Achtung, das Premiumwasser schaut ganz anders aus. Das ist glasklar. Also das ist wirklich verrückt. Und auch hier die Möhre und die Kartoffel. So, Leitungswasser, Premiumwasser, der Geschmack. Einmal die Kartoffel. So kenne ich's. Und jetzt die Kartoffel gekocht im Premiumwasser. Das ist verrückt. Also das ist wirklich verrückt. Das schmeckt viel, viel weicher, angenehmer. Die Kartoffel hier mit dem normalen Leitungswasser schmeckt lang nicht so aromatisch wie die mit dem Premiumwasser. Und die Möhre. Großes Indianer-Ehrenwort. Man kann es nicht glauben. Wirklich außergewöhnlich. Die Möhre schmeckt fruchtig, süßlicher, gemüsiger. Deutlich besser wie die konventionell gekochte.